Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Au! Ja, man könnte sich natürlich vorstellen, dass Bestellungen im Internet ein bisschen besser ablaufen als diese mehr oder weniger signalisierten Rauchzeichen. Aber wäre das nicht eigentlich relativ schön, wenn man einfach nur den Mond anheulen könnte und es kommt Paul Naschy als Waldemar Daninsky vorbei und bringt einem zufällig genau die Veröffentlichungen aus der Subkultur Legends of a Wolfman, Legacy of a Wolfman-Reihe, die einem noch fehlen, das wäre großartig. Idioten wie ich, die diese Reihe damals nicht bei Erscheinen gekauft haben, die können ganz ehrlich gegen den Mond heulen oder ihre DVD-Regale anschreien, so viel sie wollen. So leicht kriegen sie das Zeug nicht mehr. Sie müssen die Big Bucks auspacken und zudem noch auf Seiten wie eBay oder Filmundo ihr Glück versuchen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Glück. Also vielleicht, also noch weiß ich's ja nicht ganz. Habe gesucht, nachdem ich ja vor einiger Zeit hier die letzten unter Anführungszeichen Titel aus der Legacy of a Wolfman Box von und mit Paul Naschy bekommen habe und damals ja zu Beginn als Subkultur die Reihe gestartet hat, mir auch dachte, nee, gell. Paul Naschy ist ja jetzt nicht ganz so deins. Diese Reihe, die können wir ja mal auslassen. Wir müssen ja auch wirklich nicht alles sammeln. Und ja, war blöd, werde ich jetzt draufzahlen. Vor allem, weil ich dann gegen Ende doch eine relativ volle Box hier vor mir hatte und dann war dann die Überlegung da, okay, passt, aber jetzt muss sie schon ganz voll werden. Das Problem ist halt, dass die Teile, die einem dann da drinnen fehlen, jetzt nicht die sind, die man sich ganz einfach nachbestellen kann, sondern die, die relativ teuer sind. Und es war von denen, ich glaube vier Titel sind es, die mir da noch fehlen, tatsächlich aber schon relativ schwer, überhaupt Listings zu finden, beziehungsweise überhaupt Listings zu finden, die noch im zweistelligen Bereich sind. Und auf eBay habe ich ein Angebot gefunden, das für mich relativ cool ausgesehen hatte, mit einem kleinen Nachteil. Angeboten wurden vier Teile um 185 Euro. Das ist eigentlich grundsätzlich kein schlechter Deal, mit dem klitzekleinen Problem für mich halt, dass zwei von diesen vier Teilen ich schon hatte. Zum Beispiel eben war der erste Teil mit der Box dabei, die hatte ich ja letztes Jahr dann glücklicherweise recht günstig über Amazon bekommen, beziehungsweise ich glaube der vierte war dann Blutmesse für den Teufel, was ich blöderweise genau zwei Tage bevor ich dieses Angebot gefunden habe, gesehen habe. Hätte ich das Angebot früher gesehen, hätte ich es dann auch gleich dort mitnehmen können und mir ein bisschen Ärger erspart. Aber so habe ich eben den Verkäufer angeschrieben und habe gesagt, hey, ich weiß, eine blöde Frage, aber ich würde zwei davon brauchen. Ist das in Ordnung? Und es gab ein bisschen herum Überlegung, was nämlich welcher Teil wert ist natürlich. Und im Endeffekt hat man sich dann geeinigt auf 135 inklusive Versand für die zwei Titel, die mir noch fehlen. Das heißt quasi die zwei anderen Titel, die ich dann nicht mitgenommen habe. Lustigerweise, haben den ursprünglichen Preis um 50 Euro reduziert. Und ja, das war eigentlich exakt der Neupreis von den beiden Titeln, den ich dann insgesamt in der letzten Zeit bezahlt. Aber eigentlich relativ fair, relativ gut ausgegangen für beides. Einzige, was ich recht absurd fand, ist dasselbe Listing, ich glaube sogar von einem Verkäufer mit demselben Namen, war zur selben Zeit auch auf Filmundo drinnen, aber dort nicht um 185, sondern um 220, irgend sowas. Oh, man kann es ja probieren. Vielleicht irgendein altes, abgelaufenes Ding, ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt extrem gespannt, weil zwei der Paul Naschy Filme aus dieser Reihe sind ja ganz besonders teuer und ich muss sagen, das Listing war auf eBay schon einmal recht fair damit eingetragen, dass drauf stand, ganz leichte oder sehr leichte Gebrauchsspuren auf den Schubern. Ich habe mir die Fotos wirklich mit der Lupe angeschaut. Ich konnte partout nichts erkennen, was daran nicht passen kann. Das heißt, das ist jetzt für mich natürlich etwas relativ Wildes. Ich sehe, ich weiß, dass manche Leute, die selbst sammeln, also bei Robert kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der jetzt schon so da sitzt, dass er nicht mehr durch einen Finger durchschaut. Aus Angst quasi, was sich da jetzt vor mir ergießen könnte quasi auf diesem Tisch. Ein bisschen ist, muss man natürlich schon sagen, dieses Gebrauchtkaufen ein bisschen ein Risiko und am Ende des Tages, ja, ich sag, man zahlt eigentlich irgendwie immer drauf,
weil, wie gesagt, vielleicht bei dem ein oder anderen Titel hat man gespart, dafür bleibt eben bei dem nächsten, zahlt man das dann bei den anderen Teilen wieder drauf. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall werde ich schon einmal von einer wirklich tollen Verpackung begrüßt, auf den ersten Blick. Okay, also ganz ehrlich, wenn es die Post schafft, dass sie da was zusammenhauen, dann sind sie wirkliche Meister. Nein, also ganz ehrlich, besser einpacken hätte man das in Wirklichkeit nicht können. Da ist ja mehr Platz in der Kiste als in der ganzen Legacy of a Wolfman Box. Und, ja gut, also was man da, ja gut, leichte Gebrauchsspuren, okay, ich sehe es. Kennt ihr diese absolut minimalen, spinnennetzartigen, dünnen Miniaturkratzer, die einfach passieren können, wenn man was ins Regal reinschiebt und rauszieht? Ja, von diesen Sachen reden wir hier. Das ist für mich absolut in Ordnung und ist mir eigentlich so ziemlich wurscht. Okay, nein, eine kleine Druckspur hat der Schuber hier schon, vor allem am Spine. Gut, wenn ich ganz pedantisch sein will, könnte ich den Schuber einfach umdrehen. Ja, es hat einen gebrauchten Touch, aber es ist in meinen Augen in Ordnung. Also kleine Spuren, wenn man es durch das Licht überhaupt erkennen kann. Also wer wirklich auf absolut perfekten Neuzustand pochen würde, der würde vielleicht ein bisschen weinen, aber für mich ist es tatsächlich weitestgehend in Ordnung eigentlich. Aber kommen wir eben zu dem Titel, der hier auch einen minimalen Riss hat, beziehungsweise ein paar von den Spinnennetzen tatsächlich sogar ein bisschen weniger Gebrauchsspuren, vor allem das Spine ist in Ordnung, aber das ist einer der zwei wirklich wertvollen Teile der Reihe. Also wenn ich quasi sage, dass ich für die beiden Teile 135 inklusive Versand bezahlt, dann kann man davon einmal gleich einen Zehner für einen Versand wegrechnen, bleiben wir bei 125. Ich glaube, die Todeskralle habe ich die letzten Male so um circa 40 bis 50 gesehen und den Werwolf eigentlich fast nie zweistellig, und wenn den wer zweistellig angeboten hat, dann war es 99,90. Also muss sagen, das Mega-Schnäppchen natürlich, das super Sonderangebot, habe ich nicht getroffen, aber ich fürchte halt auch fast, dass das bei so einer Veröffentlichung, wenn man sie gebraucht nachkaufen muss, natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man das jemals schaffen wird, außer man hat halt wirklich gerade das Glück und trifft auf jemanden, der nicht weiß, was er da vor sich hat. Aber normalerweise, wenn jemand zumindest ansatzweise Suchmaschinen bedienen kann, dann ist es schon klar, dass selbst wenn man nicht an einen von diesen typischen, ich verlange jetzt den fünffachen Neupreis-Scalper tritt, dass man natürlich ein bisschen was drauf zahlt. Aber das ist ja auch, und deswegen, ich finde das auch immer ein bisschen dreist, wenn in den Facebook-Gruppen immer gleich geschrieben wird, ja, ich hätte gerne dieses seit 3 Jahren ausverkaufte Mediabook, aber erwartet euch nicht, dass ich mehr bezahle als Neupreis. Naja, dann, warte mal, wie sagt man auf gut Wienerisch? Ja, gescheißen, genau so ist es. Ich meine, man versucht sich schon ein bisschen als Community zu sehen und natürlich innerhalb der Filmsammlergruppen nicht wirklich abzuzocken, aber ich finde doch gerade, dass beim Sammeln diese Sache mit Wertsteigerung, Wertminderung und was hat man in welchem Zustand und wo bekommt man das wie her, das gehört einfach zum Sammeln dazu, dass man eben, und wenn man nur Briefmarken oder so depperte Fußball-Pickel sammelt, dass es dann halt einfach dazu kommt, dass der eine einfach eines hat, das seltener ist und wertvoller ist und man dafür ein bisschen mehr hinlegen muss. Also für meinen Teil, auch wenn es natürlich allein die reine Perfektion gewesen wäre, wenn ich damals nicht so blöd gewesen wäre und diese Reihe sträflich vernachlässigt hätte, aber ich bin unterm Strich, auch wenn nicht alles tippitopp 100% perfekt ist, zufrieden mit dem, was ich bekommen habe.